Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Wasmovia. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Geisterjagd seid. Ja, heute mal wieder unterwegs auf dem Land in einem abgeschiedenen alten Farmhaus. Ein unbekannter Geist wartet auf uns und er hat folgende Aufgaben mitgebracht: Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Bringen Sie den Geist dazu, eine Kerze auszublasen und verjagen Sie während einer Jagd einen Geist mit Räucherstäbchen. Warum? Wir haben es zu tun mit Lisa Williams. Warum gleich beides? Gut, vielleicht können wir es mit Glück kombinieren. Wir müssen, wenn wir Kruzifixe auslegen und irgendwas schief geht, müssen wir eh flüchten. Da brauchen wir eh Räucherstäbchen. Und wenn es schief geht, können wir sagen, wir haben es versucht und nach Hause fahren. So, Generator ist Dachboden. Können wir vielleicht jetzt schon nach Hause fahren? Okay, wir gehen erstmal rein. Wir gehen erstmal rein. Wir geben Lisa erstmal eine Chance. Lisa heißt Lisa Williams. Lisa Williams. Okay, wir nehmen mit EMF klassisch und Fotoapparat im Farmhaus. Auf jeden Fall für die Voodoo-Puppen. Tür auf, Licht an, Ton an. Bisschen lauter. Ihr wisst ja, das rauscht im Hintergrund hier. Ist nicht mein Mikro. Ist der Wind. Noch ein bisschen lauter. Auf geht's. Kein Problem. Ganz entspannte Landhausrunde mit Kruzifix und Flucht. Hallo, Lisa. Wir schauen mal wieder rein. So, erstmal gleich Beweisfotos sichern hier. Oh, da liegt ein Ouija-Board. Da liegt ein Ouija-Board. Das wir erstmal wieder gekonnt ignorieren. Das wir erstmal wieder ganz klassisch ignorieren. Tür zu. Weil wir direkt nach oben, ganz nach oben ins Haus müssen, um auf dem Dachboden den Strom anzumachen. Hallo, ganz ruhig bitte. Ich schau nur einmal kurz vorbei. Wegen der Voodoo-Puppe, die hier irgendwo noch ist. Ich glaube hier. Oh, Schritte. Leichtes Knarzen. So, das haben wir schon mal. Und sogar ein Ouija-Board. Irgendwo geht eine Tür. Hallo, Lisa. Nee, das war nicht hier. Das war, wenn, dann war es unten. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Wir machen erstmal Strom an. Lauf, 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 lauf. Da liegt, glaube ich, der Knochen, oder? Wir müssen gleich mal gucken. Schnell, schnell, aber ganz schnell müssen wir mal gucken. Mach den erstmal an. So, Kamera. Das sah nur so aus von der Seite. Okay, ein grober Blick. Dann ganz schnell wieder runter hier. Aber ganz schnell. Und erst. Hallo. Und dann erstmal ganz runter ins Haus. Ich glaube, Lisa ist auch unten eher. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Und wenn wir schon mal hier oben sind. Sollen wir vielleicht erstmal kurz nach dem Knochen gucken. Jetzt ist der hier oben irgendwo. Kriegen wir den auch mal wieder mit? Lecker. Würde ich auch springen. Jetzt aber noch schön ruhig hier, ne? Schön angenehm. Hat doch was von entspanntem Landhausausflug. Ist doch super. Kleine entspannte Fototour. Haben wir eben schon ein bisschen reingeguckt. Okay, hier ist nichts. Alles klar. So, da haben wir auch einmal so reingeguckt, aber. Die Voodoo-Puppe. Ganz ruhig, ganz ruhig. Gibt es hier noch die Abstellkammer? Ist auch nichts. Tür zu. Wir hatten schon lange im Dunkeln hier drin rum. Okay, nee, auch nichts. Das Axtmörderbad. Okay, ab nach unten, ab nach unten. Erstmal. Hallo? Wo war denn der Lichtschalter? Hier. Mach erstmal an. Erstmal nochmal rausgehen, lieber nochmal gucken, wie die Sanity ist. Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal gucken, dass wir schon vom Dunkeln rumlaufen, schon ganz die Sanity verloren haben. Hallo. Komisch, welche Tür haben wir dann gehört? Wir waren da oben und haben hier irgendwie eine Tür gehört. Noch hier hinten raus. Noch hier hinten raus. Diese hört schon wieder zu. Hallo. Mach mal hier zu.
mal hier Licht an. Gibt's auch noch ein Flurlicht? Auch noch anmachen. Klopf, klopf. Hallo. So, die Frage ist, ist sie mehr nur hier drin oder auf dem Flur? Ich hoffe hier drin, das wäre super für die Kruzifixe. Lisa Williams, wenn du hier drin bist, kannst du das EMF einmal voll auslösen. Lisa Williams, gib uns mal ein Zeichen. Nee, ich glaube, die ist mehr auf dem Flur. Das macht es schlimmer, weil dann ist sie hier ganz einmal rum. Oh, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Knochen haben wir immer noch nicht gefunden. Da liegt er. Letztes Foto auf der Kamera. Wir sind erstmal raus, Lisa. Durch die Hintertür schleichen wir schnell raus. Zack. Raus, 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 raus. EMF müssen wir drin lassen. Lassen wir erstmal hier vorne. Vielleicht haben wir Glück und sie ist im Bad. Aber ich glaube, die ist hier wieder auf dem Flur, im ganzen Bereich hier hinten, bis rum zur Garage halt. Oder zur Werkstatt hier hinten. Lauf, lauf. Schön. Schön, schön, Lisa. Macht das Licht an auf dem Weg nach draußen. Ist doch nett. So, einmal zurück durch den Nebel. Gucken, wie es uns geht. Wir haben aber schon mal super viele Fotos. Bei dem Farmhaus kann man aber echt viele Fotos machen. Ein wenig ganzen Voodoo-Puppen. Knochen haben wir auch und ein Ouija-Board. Wir könnten natürlich fragen jetzt mit dem Ouija-Board. Wir könnten es riskieren, vorsichtig die Frage zu stellen. 72. Ob sie im Bad da hinten ist oder in dem ganzen Bereich einmal rum. Vielleicht riskieren wir das. Ich glaube, wir nehmen erstmal eine Geisterbox mit rein. Das ist harmloser. Und fragen damit im Badezimmer und auf dem Flur. Fotoapparat bleibt hier. Haben wir leer geknipst. Foto müssen wir auch nicht machen, ne? Nee, Kerze. Kruzifix und jagen. Okay, ein bisschen Aktivität ist da. Alles klar, auf geht's. Gehen wir gleich wieder hinten durch die Hintertür auch wieder rein. Ist der Weg kürzer? Wir brauchen nicht durchs Haus. Könnt ihr schön außen rumschleichen? Ist gut für die Nerven. So. Einmal das Licht wieder ausgemacht. Wir machen es auch, wir müssen es auch ausmachen, wenn wir gleich fragen wollen. Tür mal zu. Licht hier auch aus. Buch legen wir erstmal im Flur. Licht aus. Okay. Bist du hier? Wo bist du? Sag jetzt mal nichts. Wie alt bist du? Ich glaube, die sehe ich dann hier draußen tatsächlich auch. Und vielleicht ist auch ein Geist, der nicht antwortet, aber... Alles klar. Alles klar, sie ist, glaube ich, hier auf dem Flur, würde ich sagen. Bist du hier? Sagt nichts. Wie alt bist du? Okay, vielleicht haben wir auch keinen Geist, der überhaupt antwortet. Wo bist du? Wie alt bist du? Nee. Was willst du? Nee, okay, ich würde sagen, Geist, aber können wir ausschließen. Buch auch, noch nichts passiert. Bist du hier? Das eine Mal brauchen Geister wirklich, wir hatten ja schon nicht nur einmal, einige Male schon Geister, die echt lange gebraucht haben. Wie alt bist du? Okay, sagt nix. Dann, ich weiß, wir legen mal das Buch hier rein. Wir müssen ein Buch hier reinlegen und ein Buch draußen hinlegen. Um sicher zu gehen. Machen wir erstmal Lichter wieder an. Okay. Okay, raus. Das Fragen hat mit Sicherheit viel Sanity gekostet. Lass uns raus, lass uns raus, lass uns raus. Oh, ich hoffe, sie ist in dem Bad. Dann haben wir gute Chance, zumindest das Kruzifix auf jeden Fall zu schaffen. Mit dem Jagen und Räucherstäbchen müssen wir mal gucken. Ist ja alles optional. Könnten ja auch nach Hause fahren dann. Okay, wir sind aber noch kein Beweis. Geisterbox sagt sie nichts. EMF hat man nur zwei vom Türen öffnen. Buch liegt drin. Sanity hat gar nicht so gelitten. Tatsächlich noch nicht. Okay, wir nehmen zweites Buch mit rein, was auf dem Flur liegen. Wir nehmen Taschenlampe Fingerdrücke mit rein. Gucken wir mal danach. Vielleicht finden wir ein paar. Oder sie ist ganz woanders noch. Dass sie zwar da die Türen aufgemacht hat, aber dass sie vielleicht sogar in der Küche ist. Gehen wir mal durch die Vordertür.
Scheint es hier auch hier in dem Bereich. Hier machen wir auch erstmal Licht an. Hier auch noch. So. Sie macht nur hier die Türen auf. Ja, wir gucken mal. Ob ich da mal ja Fingerabdrücke. Hier nicht. Da! Alles klar. Auf der Badezimmertür schon mal ein. Müssen da den Fotoapparat noch wieder rein. Und drin habe ich auch was gehört. Lichtschalter. Nee, doch nicht. Okay. Irgendwas hat sich hier bewegt. Irgendeinen Schalter hat sie bedient. Vielleicht auch wieder hinten den Garagenschalter. Okay, gucken wir mal. Hier geht es ja auch schon nach draußen. Müssen wir gar nicht bis hier hinten laufen. Gibt es viele Türen nach draußen. Das ist ja super. So, gucken wir mal, ob hier einer drauf ist. Nee. Aber hier auf dem Lichtschalter. Auf den Fenstern. Nicht. Hm, wenn das hier mehr der Hauptbereich wäre vom Geist, würde ich sagen, wären auch welche hier drauf. Aber zumindest haben wir einen auf dem Lichtschalter und einen auf der Tür. Okay, sehr gut. Sehr gut. Einen Beweis haben wir, wir holen ein Fotoapparat und wir legen mal ein Buch nochmal hier vor die Tür. Dann haben wir ein Buch draußen, ein Buch drin. Direkt wieder raus. Alles klar. Fingerabdrücke haben wir. Das tragen wir schon mal ein. Beweise. Das ist auch so gut, ne, mit diesem neuen Buch hier wirklich. Das ist super gemacht. So. Fingerabdrücke haben wir. Alles klar. Bis jetzt ist sie wirklich sehr, sehr ruhig. Sie macht gar nichts eigentlich, ne? Türen bewegen und irgendwas rumwerfen, ein bisschen mit dem Licht. Aber ist ja in Ordnung. Ist ganz gut. Ich will mich nicht beschweren. Bestimmt auch schlimmer. Vor allem müssen wir noch die Jagd provozieren mit dem Kruzifix und dann wird's. Ne, bis dahin kann es ruhig friedlich bleiben. So, Sanity 84. Buch liegt drin. Fingerabdrücke haben wir. Wir nehmen eine Kamera mit rein für Orbis. Und hier ein Dots-Projektor nochmal. Dann haben wir auch eigentlich alles. Ja, dann haben wir eigentlich auch alles. Geh mal da drauf. Du kommst mit. Alles klar. Dann gucken wir mal, ob wir Orbis vielleicht irgendwo sehen. Vielleicht im Bad oder draußen. Stell erstmal eine Kamera drinnen rein. Das kleine Badezimmer. So, ganz ruhig, Lisa. Du bist keine Banshee. Alles wird gut. Stellen wir eine Kamera hier rein. Und ja, ein Dots-Projektor reicht hier nicht. Ne, selbst wenn wir den hier irgendwo auf dem Boden machen, reicht der nicht. Ja, vielleicht mit Glück. Vielleicht mit Glück könnten wir es, wenn sie hier irgendwo durchflitzt, vielleicht kann man es sehen. Okay, wir haben die Kamera. Wir haben Dots-Projektor. Erstmal im Badezimmer gucken. Weil ich befürchte, sie ist hier draußen. Wir legen das Buch auch mal weiter rum. Vielleicht mehr hier hinten. So. Okay, dann holen wir erstmal ein Fotoapparat rein. Und gucken, ob wir Orbis sehen können. Entspannte Profi-Geisterjagd. Alles ist gut. Lauf, lauf, lauf. So, gucken wir mal. Ob wir Orbis im Badezimmer haben. 80. Erstmal so, vielleicht sehen wir auch fast durch die Dots laufen, durch den Dots-Projektor flitzen. Aber ich schätze, einer reicht nicht. Und vielleicht ist sie auch gar nicht da drin, vielleicht so im Flur. Schalten wir auf Nachtsicht. Hm, Orbis würde ich erstmal sagen, sind keine da. Nee. Keine Orbis und ja, ein Projektor reicht nicht. Mit Glück. Doch, da ist sie durchgeflitzt. Hat gereicht. Dots-Projektor. Banshee Phantom Goryo. Okay. Wir haben Banshee Phantom Goryo. Dann gucken wir mal. Phantom ist Geisterbox. Hat noch nichts gesagt. Dann haben wir hier den Goryo. Der ist IMF Level 5 und die Banshee. Macht zusätzlich noch Geisterorbs. Okay, die hätten wir jetzt aber gesehen, sage ich. Die Geisterorbs.
Gehe ich mal schwer von aus. Wir machen ihn dort vielleicht nochmal aus, vielleicht, aber ich denke, die hätten wir gesehen. Da ist er durchgeflitzt. Also ist wahrscheinlich mehr das Badezimmer, der Geisterraum. Wir werden doch mal am Ouija-Board fragen, um ganz sicher zu gehen. 81 Sanity. Ja, nee, wir gehen mal zum. Wir fragen am Ouija-Board. Wir holen das Ouija-Board und bringen das nach hier vorne in die Nähe der Tür und fragen mal. Wir nehmen mal Fotoapparat mit rein. Und schon mal ein Kruzifix. Ein Kruzifix nehmen wir schon mal mit rein. Das schmeißen wir auch schon mal ins Badezimmer. Okay, also entweder haben wir noch ein EMF5. Orbi ist. Oder Gefriertemperaturen waren es noch, ne? Eins von denen. Okay, erstmal Kruzifix hier mitten rein. Den raus. So, das liegt hier. Müsste eigentlich fast den ganzen hinteren Bereich schon abdecken. Vielleicht legen wir es noch einmal ein bisschen um. Dann wirkt es zwar 20 Sekunden jetzt nicht, nachdem man es nochmal neu platziert hat, aber so. Und eins schmeißt man hier vorne näher an die Tür. Okay. Holen wir noch der war hier auf der Tür, ne? Da. Und einer war auf dem Lichtschalter. Fingerabdrücke. Zack. Die haben wir auch. Wo lag denn das Ouija-Board über? War das ein Jagdversuch oder war das nur uns ein bisschen Angst machen? Wir gehen nochmal andersrum. Wir kommen nochmal ein bisschen Abstand mit ein bisschen Abstand rein. Oder war es vielleicht sogar ein Jagdversuch? Vom Kruzifix abgebrochen. Mal gucken. Mal gucken. Wenn es eine Banshee ist, kann sie uns jagen bei 80 Sanity vielleicht. Oder sogar bei 100. Nee, es war kein Jagdversuch. Okay, Sanity. 78. Wir. Lag das Reacher-Board nicht sogar oben? Kann sein. Oh nein, wir müssen. Ne, das ist nicht gut. Na egal, wir gehen trotzdem. Wir gehen's holen. Wir gehen's holen. Ich glaube, das lag irgendwo oben. Gleich hier im Zimmer mit der Voodoo-Puppe, ne, oder? Lag denn das? Habe ich schon wieder verdrängt? Schon wieder gleich gekonnt verdrängt, dass hier überhaupt ein Ouija-Board irgendwo lag. Nee, das. Oder lag es gleich unten im Zimmer? Kann auch sein. Gleich wieder von der Liste gestrichen, das böse Ouija-Board. Ja, ich glaube, es lag gleich hier. Ne, hier war das gleich beim Reinkommen. Die Tür. Genau. Liegt ja schon gleich an dir. Grüß dich! Was machst du denn hier? Warum? Ich will raus. Will nach Hause. Können wir fahren? Geh da nicht mehr rein. Das war's. Abfahrt. Abfahrt. Wir müssen einmal Sanity. Wie viel hat das jetzt abgezogen? Geht noch. Okay, nee, wir fragen einmal. Aber das ist, kann auch nach hinten losgehen. Naja, wir versuchen es mal. Wir haben ja ein. Wir legen gleich ein zweites Kruzifix ins Badezimmer, nur falls sie da drin ist. Bevor wir überhaupt irgendwas mit dem Ouija-Board machen. Oh Mann! Ich will nach Hause. Ich sag, es wird noch schlimmer. So. Ganz ruhig, Lisa, ganz ruhig. Wo renne ich überhaupt hin? Was finde ich hier oben? Bin schon auf der Flucht. Weg vom Zimmer, weg vom Geist. Düdüm. So, hier. Mach dir mal Licht an. Hier drin ist auch so unheimlich hier. Legt ihr das hier vorne hin. Sehr schön. Wo ist unser EMF hier? Das packen wir auch mal hier rein. Vielleicht kommt da noch ein EMF 5 zustande. Alles klar. Und vielleicht stellen wir die Kamera für die Orbis auch nochmal auf den Flur. Vielleicht haben wir doch auf dem Flur auch noch welche. Das wäre zwar nicht gut. Ja, wir gucken mal. So, Licht aus. Licht aus. Sonst haben wir alles dabei. Ne, wir wollten zum Ouija Board jetzt. Auf geht's. Nee. Ganz ruhig. Vor allem bleibt uns nur der Weg die Treppe hoch. Das war das Klavier. Nimm das.
Ich habe kein gutes Gefühl. Ich wollte nur sagen, ich habe kein gutes Gefühl mehr auf dieser Jagd. Wo bist du? Rückwärtsgang. Wo bist du? Hallway. Nein, sie ist auf dem Gang. Wir können das auch von hier lesen. Ja, Doppel-L. Hallway. Nein, okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich will auf jeden Fall nach Hause. Mach das aus, das böse Brett. Wir gehen das mal gucken. Es hat bestimmt richtig anders die gezogen. Schnell, 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 schnell. Heißt, die Kruzifixe im Badezimmer nützen überhaupt nichts. Sie rennt draußen rum. Dafür haben wir vielleicht jetzt Geister-Obis auf der Kamera. 15! Okay, wir müssen einmal hier nehmen, weil wir müssen die Kruzifixe nochmal umlegen. So viel Zeit muss sein. 57. Hat uns nicht groß was gebracht. Okay. Dafür gucken wir mal nach Orbis. So, ob der Nachtsichtmodus. Sieht so aus. Keine. Wir können natürlich noch um die Ecke rum sein, bis in die Werkstatt rein. Brauchen eine zweite Kamera. Alles klar. Okay, zweite Kamera mit rein. Und die Kruzifixe alle umgelegt. Alle raus auf den Gang. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Da müssen wir noch die Räucherstäbchen platzieren. Okay, war eine schöne Geisterjagd. Freue mich schon auf die Geisterpatschen im Gesicht. Oh ja, da hat sie auch den Schrank aufgemacht übrigens hier. Die ist hier hinten mehr aktiv, würde ich sagen. Grüß dich. Jetzt nicht durchdrehen. Dann stellen wir hier eine. Ja, und wir sind sowas von raus. Mach es gut. So, jetzt haben wir da noch eine Kamera aufgestellt. Guck mal, da ist man aber durch. Wir müssen die Kruzifixe verteilen. Wir müssen noch mal rein. Okay, wie haben wir noch? Wie haben wir noch Strom? Mach das an. Hol die hier raus. Eins. Wieso kann ich das zweite nicht tragen? Weg mit der blöden Kamera. Heb das auf. Rum, rum, rum. Eins hier. Keine Ahnung, eins hier, aber sie kann ja auch noch weiter vorne spawnen. Sie kann ja hier überall auftauchen, das reicht halt nicht, um den ganzen Bereich abzudecken. Erstmal rausnehmen und ein bisschen vorne nochmal Licht ausmachen zur Sicherheit. Da vielleicht sogar auch noch so ein Mist, um die Orbis sehen zu können. So. Und hier die Kamera stellen wir nochmal um. Auch her, du kommst, nimmst nochmal den Flurabschnitt jetzt mit auf hier. So runter. Okay, Tür auf, raus. Alles klar. Okay, können wir nach Hause fahren vielleicht? Müssen wir das machen? Ich will das nicht machen. Ich habe kein gutes Gefühl auf dieser Geisterjagd. Eigentlich, wenn ich kein gutes Gefühl habe, sollten wir mal nach Hause fahren. Besonders, weil wir schon viele Fotos schon gemacht haben. Und wir wissen, was für ein Geistertyp das ist. Und so. Stellen wir vielleicht noch ein paar Kerzen rein. Dann schaffen wir wenigstens das. Gucken wir erstmal jetzt hier. 54. Kerze. Wir wurden gerade gejagt. Wir wurden gerade. Sie wurde. Hindern Sie den Geist. Wir sind, während wir gerade durchs Haus geschlichen sind. Es hat geklappt. Oh, wie cool. Wie cool, das haben wir schon mal geschafft. Das haben wir schon mal. Super. So, haben wir jetzt hier die ollen Orbis drauf. Machen wir hier. Wo ist denn die? Ist die andere Kamera nicht an? Die sind doch automatisch an. Das ist die. Cam 1, Cam 1, Cam. Cam 2, Cam 3. Na also, da sind wir doch. Komm schon, wo sind deine Orbis? Keine Orbis. Fingerabdrücke und Dots-Projekte haben wir bis jetzt. So, und zur Auswahl steht Banshee Phantom, genau, und Goayu. So. Phantom war nochmal.
Geisterbox. Okay, vielleicht kriegen wir ja auch ein Phantom wirklich doch noch. Müssen noch öfter fragen. Das waren die Orbis. Das sieht nicht danach aus. Und EMF-5. Ach ja, EMF-5, Orbis oder Geisterbox. Okay, Orbis haben wir keine. Vielleicht kriegen wir ein EMF-5. Verjagen Sie ein Geist wieder mit Räuchern. Müssen wir das machen? Wir haben es schon geschafft, das andere. Vor allem haben wir auch gar keine Zeit mehr, jetzt genug Räucherstäbchen zu platzieren. Müssen erstmal sowieso hier. Machen wir erstmal was mit den Kerzen. Dann überlegen wir uns das noch. Mit der Jagd. So, auf geht's. Wir fragen nochmal mit der Geisterbox. Jetzt wollen wir nochmal Mutpillen genommen haben. Machen wir auf jeden Fall hier vorne nochmal Licht an. Können wir nicht mehr. Sicherung ist raus. Okay. Ganz ruhig, Lisa. Vor allem ist auch das fiese Geistermodell. Deswegen müssen wir das ja nicht. Wir müssen das ja nicht unbedingt machen. Mal sehen, mit welchem Kruzifix sie, welches sie aufgehalten hat. Das hier. Hier ist eine Ecke abgebrochen. Hier auf dem Flur wollte sie starten, uns nachzuhetzen. So. Dann haben wir das. Kerzen. Noch irgendwas EMF-5 nochmal hier. Also, beziehungsweise EMF. Ob es eine 5er wird, wissen wir ja noch nicht. Und Geisterbox. Gucken wir mal, vielleicht haben wir doch noch eine Antwort. Oder ein EMF-5. Wenn du hier bist, löst das EMF aus. Lisa Williams, gib uns mal ein Zeichen über das EMF. Aber nicht jagen oder sowas. Aus der Ecke springen. Nur EMF auf 5. Reicht schon. Ach, ist sie wieder mit der Badezimmertür beschäftigt? Auf einmal nach vorne. Kannst du das EMF auslösen? So ein wenig. Auf 5. 2. Das ist ja nur die Tür. Kannst du das EMF auch selber auslösen? Ich weiß nicht. Ich glaube, EMF ist nix. Wir fragen noch mal. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Was willst du? Sag nix. Wo bist du? Die sagt nix. Die sagt nichts, die wartet, bis sie uns handeln kann wieder. Wieso kriegen wir hier keine Orbis? Das wundert mich auch ein bisschen. So, stellen wir die Kamera mal anders auf. Stellen wir die eben mal hier in die Ecke. Ich weiß, das ist ja das Gleiche, aber ich glaube, ich stelle trotzdem mal hier in die Ecke. So. Kerze hat es auf jeden Fall ausgepustet. Und hier hat sie versucht zu jagen. Komisch, also würde ich sagen, dass wir hier auch vielleicht eine gute Chance hätten auf Orbis. Aber in dem Gang haben wir auch keine gesehen. So. Geisterbox. Ist nix. EMF-5 ist nix. Bis jetzt. Kerze hat es auf jeden Fall ausgepustet. Erstmal nochmal raus hier. Und gucken. Dann haben wir das auf jeden Fall auch geschafft. Und mit den Räucherstäbchen müssen wir gucken. Das ist sowieso schwierig, weil wir müssen den Geistern ja sehr nah an uns ranlassen. Wie haben wir schon geschafft mit dem Kruzifix. Richtig gut, wären wir schon gejagt worden. Kerze hat es auch auf jeden Fall ausgepustet. Jetzt die nächste. Wieso haben wir keine Geisterorbis? Da ist ja einer. Da schwebt einer direkt vor der Nase. Ein Geisterorbi. Quatsch. Ach, was man auch ausschließen kann, das ist ja cool. Okay, aber es ist ja automatisch im Grunde ein bisschen, dass man dann ausschließen kann. Trotzdem, Banshee! Wir haben eine Banshee. Das heißt, sie kann uns auch jagen, egal fast wie unsere Sanity ist, sowieso. Super, schön, beruhigt. Ganz toll. So, wir haben ganz viele Fotos. Ganz, ganz. Das Buch ist fast voll. Wir haben die Nebenziele. Müssen wir das unbedingt.
Das geht so nach hinten los dann. Aber wir müssen sie ja wirklich irgendwie nah an uns ranlassen. Und dann können wir nur nach oben laufen. Puh. Okay, wir legen mal. Du bist weg. Ein Räucherstäbchen hier oben hin. Eins haben wir ja in der Hand. Ich weiß gar nicht, wo wir hinlaufen sollen. Auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden ist aber auch nicht so clever. Aber hier in alle Räume geht sie auf jeden Fall rein. Und auf dem Dachboden ist der längste Weg. Oder ganz hier hinten hin. Und dann? Nee, das ist auch nicht gut. Hatte ich auch keine Schränke und nichts. Aber wie ist irgend so eine Wand, hinter der man sich hocken kann? Hier in den Räumen gar nicht. Da können wir nur hinterm Bett sitzen. Und zittern dann, wenn sie die Tür aufmacht. Oh, das ist so ungut. Ich will das nicht machen. Oder wir rennen halt auf den Dachboden. Da kann man sich wenigstens ein paar fiesen Ecken verstecken. Okay, das heißt, wir legen... Geh mal weg hier. Wir legen hier noch eins hin. Puh, lauf, lauf. Und eins nehmen wir mit auf den Dachboden. Okay, das ist der Plan. Das ist der Plan. Okay, lauf, 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 lauf. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall schon mal Feuerzeug mit. Feuerzeug und Räume, falls was schief geht. Damit wir zumindest die Räucherstäbchen anzünden können. Alles klar. Auf geht's. Ich kann sowieso die ganze Zeit jagen, die olle Benji. Die hat die Sanity gar keinen Einfluss. Ich will nach Hause. Okay. Alles klar. Und jetzt nach ganz oben. Ich hoffe, der Dachboden ist die richtige. Wir müssen doch ein richtiges, gutes Versteck schon mal suchen jetzt. Hier machen wir erstmal auch Strom an. Ganz wichtig. Sicherung an. Oh, wir können uns hinter das... Hier hocken wir uns hin. Oder hier. Oh, das ist richtig gut. Hier werden wir rumsitzen. Mit unserem letzten Räucherstäbchen. Das liegt hier. Alles klar. Okay, das ist unser Fluchtweg. Okay, okay, okay. Licht an hier. Licht auf dem Dachboden an. Licht hier oben. Im Moment hier. Irgendwo muss der Lichtschalter sein. Hier vorne. Licht an. Und hier unten auf jeden Fall auch Licht an. Lass die Tür auf, lass die Tür auf. Noch geht's nicht los. Alles klar. So, wir holen die letzten Räucherstäbchen. Dann sind wir soweit bewaffnet und dann locken wir Lisa da hinten aus dem Gang. Ich hoffe, es geht gut. Ich habe aber kein so gutes Gefühl. Dann ganz mieses Gefühl bei der Sache. 60% Sanity. Vor allem, weil ich also gut darin bin. Ich muss mir bei F ist anzünden. F ist anzünden. G ist wegschmeißen. Schön gucken, wo ich drauf drücke. Konzentration bei der Geisterjagd. Wir sind Profis. Steht jedenfalls draußen auf unserem LKW. So. Der Abstand zur Küche. Wir haben ja noch eine Küche zwischen uns, eine Sicherheitsküche. Ist gut, dass die Sicherheitsküche, die hier zwischen liegt, bis rüber zum Gang da hinten. Wir machen am besten die Zwischentür schon mal auf. Dann sehen wir, ob sie gleich in der Tür loswetzt. Und wir stehen hier. Okay. Alles klar. Wir machen den Ventilator hier mal aus. Stehen wir im Dunkeln. Hier vor uns haben wir ja Licht. Lisa Williams. Kannst du eine Jagd starten? So eine ganz kleine, vorsichtige, bei der du dich verläufst, hier im Erdgeschoss schon gleich. Und dich von unseren Räucherstäbchen einschüchtern lässt. Ist das ein Deal? Hallo? Und nicht irgendwo anders auftauchen jetzt hier. Krieg ich einen Herzinfarkt. Ich habe so kein gutes Gefühl, hier rumzustehen. Lisa Williams. Wir sind in deinem Haus. Ich muss nur darauf achten, dass ich den richtigen Knopf aufdrücke, wenn es losgeht. Beim Anzünden der Räucherstäbchen. Ich würde sagen, wir warten eine Sekunde, wenn die Jagd losgegangen ist. Dann anzünden. Hier reinschmeißen. Tür zuknallen, laufen. Wo habe ich die nächsten eigentlich hingelegt? Oben an der Treppe liegen die nächsten. Ne? Ja, ja, die liegen oben an der Treppe am Pappkarton. Am Pappkarton? Lisa Williams. Kannst du uns einmal jagen? Und dann liegen die nächsten hinten an der Treppe auf dem Weg nach oben. Und dann noch welche auf dem Dachboden. Genau. Okay. Okay, so ist das gut. Lisa Williams. Kannst du eine vorsichtige, harmlose Jagd starten?
Sophie taucht irgendwo anders auf und ich komme so oben die Treppe entgegen. Habe ich gerade auch schon wieder ein Kinderlachen gehört hier? Ich will nach Hause. Tür ist noch offen. Vielleicht halten sie unsere Kruzifix auch die ganze Zeit auf. Sie muss erstmal alle Kruzifix aus dem Weg schaffen, bevor sie es hier zu uns schafft. Vielleicht hätten wir die vorher aufheben sollen. Aber jetzt gehe ich da nicht mehr hin. Lisa Williams. Es geht los. Ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt so angeflitzt. Oh Gott, oh Gott, oh uncool. Zünd an, schmeiß da runter. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Hinhocken. Das nehmen, das nehmen. Auf den Dachboden, auf den Dachboden, auf den Dachboden. Verstecken, verstecken, verstecken. Oh, dieses Kichern. Dieses Jammern und Heulen auf der Jagd. Ich will nach Hause. Sie kommt. Oh, nicht gut, mach das Licht aus. Ich glaube, die weiß, wo wir hingegangen sind. Oh Gott. Ich will nach Hause. Geh weg. Hör auf zu jagen. Oh Gott. Sie ist hier. Sie ist weg. Und die war direkt vor uns. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Wir sind so raus. Wir sind so raus. Ich hoffe, wir kommen hier oben mal raus. Der Weg zur Tür ist weit. Es kann sein, dass sie uns nochmal jagt, bevor sie überhaupt zur Haustür schaffen. Lauf, lauf, ich will nach Hause. Wir haben versucht. Wir haben auf jeden Fall. Wir haben gar keine Räucherschwingen mehr. Wir müssen so weg. Wir müssen so weg. Wir müssen so weg. Jetzt habe ich alle angezündet. Lass mich raus. Okay, ihr Lieben, das war doch eine Geisterjagd. Wir gucken jetzt. Wenn es nicht geschafft hat, ist auch egal. Wir haben es versucht. Wir können sagen, wir haben es versucht und nach Hause fahren. Alles schön. Hat auch nicht geklappt. Macht auch gar nichts. Mach's gut, Lisa. Wir sind raus. Eingetragen haben wir alles. Super viele Fotos. Sehr schöne Landhausgeisterjagd. Auf geht's. Abfahrt, Fahrer, Tür ist zu. Wir können fahren. Wir könnten fahren. Sehr schön, wir sind gefahren. Ist das nicht gut? So, ihr Lieben. Ah, so kann es auch mal sein. Entspannte Runde auf dem Land. $225 haben wir verdient. Viele Fotos, Knochenbeweis, Ouija-Board. Nur den letzten Auftrag nicht geschafft. Aber wir haben es versucht. Das ist so fies, auch der Geisterjagd. Wenn die diese neuen Geräusche. Einfach nur super. 160 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Wir waren 19 Minuten im Licht, 16 Minuten dunkeln, 4 Minuten nur im Geisterflur. Hat aber gereicht. 21 Minuten im Haus. 35 Minuten war eine anspruchsvollere Geisterjagd. 5 Geisterereignisse. Eine Geisterjagd. 62 Geisterinteraktionen. Ja, haben wir wieder was erreicht. Okay, Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese Geisterjagd gefallen hat, würde ich mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr Let's Plays mehr bringt, ihr mehr Geisterjagden sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich am allermeisten freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, mein Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.